wir wollen ja Roboter bauen. Das heißt, wir brauchen natürlich spezifische Längen, sagen wir mal, spezifische Durchmesser. Daran sind wir halt relativ oft gescheitert. Also haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen und mein Kollege Michael ist dann einfach tatsächlich in den Wald gefahren über 3 bzw. 4 Tage und hat halt die adäquaten Teile im Endeffekt geschlagen. So each robot has a kind of a long body and then 2 legs. Die Tänzer werden die Roboter natürlich in die Hand nehmen, die werden interagieren mit den Robotern. Die werden vielleicht sogar eine Beziehung im Erzählstrang sozusagen vielleicht auch mit denen aufbauen oder etwas Ähnliches. Also es fühlt sich wirklich so an, als würde da massiv jemand ziehen und drehen und schrauben. Also dieser Kontrast zwischen Treibholz, das gefunden wurde, und diesen Stepper-Motoren. Und so kommt beides zusammen und schafft halt diese Form dieser Koevolution, also diese Vermischung aus diesem Gemachten und dem Geborenen sozusagen.